Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Runde FIFA 21 Karriere. Und ja, ich hoffe, dass jetzt die Aufstellung mal gespeichert ist. Ich habe es wieder gespeichert. Ich glaube, es war in der letzten Folge, wo Musiala trotzdem immer wieder im Sturm war. Hat zwar getroffen, aber trotzdem. Silva erster, Lewandowski zweiter. Und ja, wir spielen jetzt gegen Stuttgart, also Achter gegen den Zehnten. Und ja, ich hoffe eigentlich drauf, dass wir das gewinnen werden. Dann können wir uns nämlich wieder ein bisschen von Stuttgart absetzen und wieder ein paar Punkte nach oben auf die Internet machen. Und ja, ich muss sagen, ich bin echt froh, dass wir Sommer drin haben. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Er wird auf jeden Fall seine Chance bekommen. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Aber Spieler es wird sein, wahrscheinlich denn schon in den ein, zwei letzten Jahre drei dauern. Spielen konnte er drei Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Gleich geht's los, live bei EA Sports. So, warte, wir schauen jetzt mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum der das nicht speichert. Ah, egal, müssen wir halt eben jedes Spiel. Liebe Fußballfans, hallo und herzlich willkommen in München-Gladbach. Jedes Spiel müssen wir Willkommen es halt eben im anpassen. verregneten Borussia-Park. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar. Oh, So schöner eine Ball auf Partie lässt Benzema. niemanden kalt. Ist Oh. eines souverän gemacht vom Torwart. Jonas Hofmann. Dennis Zakaria. Stindl. Das ist Ginter. Platz für die Flanke. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Von ihm erwarten wir heute einiges. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Blockt den Schuss erstmal ab. Und es gibt Abstoß. Ja, immer drauf, immer Druck. Wir müssen die Stuttgarter unter Druck setzen. Nur so geht es. Aurel Mangala. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Der VfB ist wieder da. Ah ja, noch sind wir nicht da. Gute Oh, und so jetzt Balleroberung, recht was nicht machen Sie draus? da. Da geht er Da volles haben wir nochmal Glück Risiko gehabt. mit dieser Grätsche im Strafraum. Oh. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Ich wollte ihn eigentlich lang schicken. Jetzt wird's Hat der gefährlich. Spieler auch nicht so ganz verstanden. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Den Ball holt er. Das ist die Möglichkeit. Jetzt wird's gefährlich. Gut, wie er den Ball abblockt. Ja, im Stadion ist es am schönsten. Leider kann man im Moment nicht hin wegen Corona, was sehr ärgerlich ist. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Tja, wo ist die Lücke? Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Ah, jetzt sind die Stuttgarter mal am Drücker. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir kein Die Ecke Gegentor kommt bekommen. rein. Gute Aktion, gut geklärt. Chance zur Führung. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer.
Er passt gut auf und hat den Ball. Schöner Ball auf Musiala. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Macht er das Tor. Zack. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen so einfach geht. Die Spieler liegen sich in den Armen. So Thuram trifft das vorgestellt. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Erstes Saisontor für Thuram. Technik, das sind die beiden Schlagworte. Der VfB Stuttgart hat beim Ballbesitz klare Vorteile im bisherigen Spielverlauf. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Die Gelegenheit für die Flanke. Oh, jetzt Überzahlspiel. Vielleicht jetzt. Und Tor. Und da fällt der Ausgleich. Ja, das haben sie schön ausgespielt. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieses Tor, den Ball einfach rein. Aber schön ausgespielt von Stuttgart. Förster macht sein zweites Saisontor. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. War wirklich schön rausgespielt. Sie verlieren den Ball. Muss man neidlos anerkennen. Überzahl schön ausgespielt. Der Ballverlust. Gladbach über den Flügel jetzt. Jetzt die Ecke. Vielleicht geht da was. Der Ball kommt rein. Oh, pfeift doch nicht ab. Nach 45 Minuten steht es hier 1-1. Immer diese Scheiße mit der Abpfeiferei. Oh, ist gar keine legendäre Statistik gekommen. Damit das machen ist wir schade. Weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Ja, auf wen wartest du? Auf den Weihnachtsmann, hä? Hoffmann. Jonas Hoffmann. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ja, da muss er eigentlich schneller schalten. Dennis Zakaria. Den Ball holt er. Ja, aber Zakaria braucht zu lange. Schöner Steilpass. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Boah, stark Sommer. Aber das, was war das denn für ein schöner Super, Pass? Wie er da die Nerven behält. Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal. VfL Uli. Abseits. Abseits. Absolut. Klare Entscheidung. Absolut. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und wir hoffen auf ein tolles Spiel. Das ist auch so ein wichtiges Spiel. Gute Aktion. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jonas Hoffmann. Oh, Hoffmann. Jetzt wird's gefährlich. Das könnte sein. Stark gehalten von Sommer. Ich muss sagen, die Stuttgarter haben echt Eier. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Und das sind die Schüsse, wo Torhüter zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Ecke kommt in die Mitte. Ball ist erstmal wieder raus. Waldemar Anton. Und damit sind sie am Ball. Schön dazwischen gegangen. Ja. Fahne ist das. Ja, wir wechseln auch gerade mal. Wenn wir schon dabei sind.
Ten geht hoch, abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Also für mich sind Sie da aktuell ein wenig zu passiv. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Und die Chance. Ja, das richtig gefährlich. Trifft Kone den Ball nicht richtig. Sonst hätte es wirklich gefährlich werden können. Der Ball an den langen. Ja, Latte, aber die Chance lässt. Ja. Da haben sie die Führung. Geht doch. Warum nicht gleich so? So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive. Tyram Doppelpack. Aber das ist einfach gut gemacht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Ja, geht gut dazwischen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Nicht ungefährlich. Steilpass. Steil gespielt, gute Idee. Ah, schade. Schön gemacht. Wir hätten den Lupfer ansetzen sollen. Oh. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Der Ball geht deutlich neben das Tor. War so eine schöne Kombination. Dann kombinieren wir mal so schön und dann klappt es nicht. Ja, das ist ein guter Pass. Oh, schöner Ball auf Hofmann. Den Zweikampf verliert er. Chance jetzt zur Flanke. Da klären sie erst. Dann kommt sowas. Ja, ich muss mich da echt erstmal reinfinden. Hier sind die Flanken und alles immer ein bisschen anders als im letzten FIFA. Macht er gut. Ball kommt rein. Jetzt haben wir. Er ist da und kann den Ball hier klären. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Da sind sie da, guter Block. Viel Platz für den Konter jetzt. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Oh, schöner Ball wieder auf Musiala. Wird das die Entscheidung? Da ist keiner. Ja, gibt nur Abstoß. Da ist wirklich keiner, das gibt's nicht. Ja, was dann? Kann ein Christensen nicht aussprechen? Jetzt haben sie den Ball verloren. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da lässt er sich weit zurückfallen. Will den Ball. Sosa. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Könnte der Ausgleich sein. Boah. Das ist der Schuss. Da hatten wir nochmal Glück. Damit steht es. Das hier hätte eigentlich echt der Ausgleich sein können. Thuram befreit sich. Trifft das erste Mal und dann gleich doppeln. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Danke für das Gespräch. Ja, kein Problem. So, und durch den heutigen Sieg sind wir Fünfter. Jetzt spielen wir gegen die Hertha. Die sind aber nur noch 13. Die haben das letzte Spiel, glaube ich, auch verloren. Ja, gegen Frankfurt. Oh, Dortmund nur 6. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, die eine Trainingseinheit hier, die werde ich jetzt noch spielen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Warte, bevor wir uns in der nächsten Folge sehen, ich muss schauen, ob ich alle Verträge verlängert habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube aber ja, bevor ich es nachher vergesse.
müsste es so sein. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.